Wir haben auch sehr viele Verräter hier unter uns und wir müssen aufpassen, denn wir haben wohl auch einen sehr, 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 sehr Verbündeten, der der krasse Motherfucker ist, der uns hier verrät. Wir wissen aber noch nicht wer. Und ich hoffe nicht, dass es Oliver ist, weil Oliver hat uns oft den Rücken freigehalten. Wir sind mit dem so, ja. Das wäre natürlich fatal. So, hier haben wir quasi letztens eine Vergangenheitsreise gemacht. Wir haben herausgefunden, dass unser bester Freund damals auf unsere Frau stand. Und unsere Frau hat gesagt, nein, sie möchte das nicht. Und er hat sie verraten. Er hat uns verraten an die NSA und hat uns quasi als Lügner und Spion abgestempelt, weshalb Tatjana ja entführt worden ist. Nur weil sein Ego gekränkt war, weil sie nichts von ihm wollte. Nun, so, hier sind wir in unserem Bunker. Wir haben schon sehr viel gebaut. Professor Kimonuk, Igor, are you Olga? there? Wer ist denn jetzt Olga? Answer if you can hear me, please. Rein in die Hello? Olga. Was? Yes? Hallo? Ja. Who's this? The name is Olga. I live in the village in Red Forest. I've heard about you. I think we can help each other. I hear that a lot lately. I'm afraid you need to be more specific. Mal Your grad sagen. distrust is understandable under the circumstances, but we have the same goal. Drive NER out of the zone. Well, I didn't come here to conduct a guerrilla war on corporate mercenaries. Yes, I know. You're looking for someone. So am I. Please come to our village in Red Forest so we can talk in person. Be extra careful on the way here, okay? The monsters, they mostly come out at night. Mostly. Und das ist immer ganz cool bei Chernobyl. Du bist halt mit vielen Leuten im Austausch. Du musst halt wirklich Entscheidungen treffen, die dein ganzes Team treffen halt. Also wir mussten noch einmal entscheiden, müssen wir jemanden umbringen oder nicht, was natürlich sehr hart ist, damit er uns nicht verrät, weil die nahe suchen uns. Weil wir wissen ja, was die machen mit den Leuten und wir wollen das ja aufdecken. Und ja, es gibt halt viele, die natürlich das gleiche Ziel haben, aber wir wissen natürlich nicht, ob die auch die Wahrheit sagen. Ja? Und deswegen müssen wir ein bisschen auf der Hut sein. Ein Dorf, verrückt. Ich wusste nicht, dass irgendjemand hier draußen wohnt. Frag nach dem Dorf, frag nach Olga. Nach einem Stalker, der in den Wäldern herumschleicht. Ich muss mehr wissen. Ah, es ist beides wichtig. Fuck. Frag nach dem If there's a village, does that mean you're one of the Samoshels? The people who return to their homes after the disaster? Yeah. Some of the older ones never left. I know it's hard to believe. And there are newcomers like me. We came to the zone for many different reasons, but now we're united by one common goal: to get rid of NAR. I see. Fascinating. Please come to the village. This isn't just about me. You'd be doing the right thing as well. I'll make sure to stop by if I get the chance. Ja, oh, mein Headset. Das Kabel holen. Was meint ihr? Können wir ihr vertrauen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben hier beim letzten Mal, falls ihr es letztens verpasst habt, wir haben hier so ein bisschen Plantage angebaut. Mit Pilzen. Nein, Pilze zum Essen nicht zu brauchen. Und, und Kräuter. Wir haben eine Verbesserungsstation, die hatten wir aber vorher schon. Können wir, falls wir jetzt eine Shotgun finden sollten, endlich mal, können wir eine Shotgun aufwerten. Wir haben ja den Ober-9000-Generator gebaut. Wir haben ein Luftsäuberungssystem, damit die Strahlung abgewehrt wird, was richtig nice ist, finde ich. Also kommt ein bisschen der Nerdy raus, ne, bei mir. Und wir haben hier eine Werkstation. Wir können Rüstung bauen. Rüstung. I mean, what the fuck is going on? Wie cool ist das? Und hier können wir uns kontaminieren. Rekontaminieren, oder wie man das nennt. Nee. Kochstelle. Haben wir noch Heilung? Ah, wir haben zu wenig Kräuter. Gut, wir machen eine Beruhigungssalbe, ist auch immer sehr wichtig, denn auch wenn wir Sachen machen müssen, wie zum Beispiel unser Leben retten, damit wir jemanden töten, müssen wir halt entweder Alkohol zu uns nehmen im Spiel. Was ich im Real Life natürlich nicht empfehlen kann. In Übermaß. Oder aber, wir können Beruhigungssalben herstellen. Also es ist halt sehr, sehr umfangreich. Es ist halt ein krasser Genre-Mix. Und das gefällt mir halt ganz gut. Plus die Story ist halt super fesselnd. Ich liebe sowas mit so Wurmlöchern und Zeitreisen. Wenn es gut umgesetzt ist, und das ist hier halt mega umgesetzt,
dann, es fesselt halt einfach. Du willst halt immer mehr rausfinden. So, ich rede schon wieder zu viel. Entschuldigung. Überfalltafel. Wir brauchen noch zwei Leute, dann können wir einen Überfall an die NAS planen. Das ist auch sowas. So, weißt du, so, what in the fucking hell? Jeder Charakter hat eine eigene Eigenschaft. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon oft erzählt in Streams. Let's get cracking, Professor Fancy Pants. Gib dir gleich Fancy Pants, Mikael. Du kleiner Sack. Zieh Ausrüstung an, nee. Das ist so unser verrückter Pilzsammler und Raucher, der aber tatsächlich Ahnung hat vom Überleben in der Wildnis und hat sich aber fast selber in die Luft gesprengt. Das ist Mikael. So. Das hier ist unser guter Oliver, der ist mit uns ganz Anfang an dabei, ist Militär ausgebildet und kommt aus einer ehemaligen reichen Familie, hat es aber nie leicht gehabt. Und Saschko ist so der Klassiker von Kopfgeldjäger. Er hat tatsächlich keine schöne Kindheit genossen. Er wurde verprügelt von seinem Vater und sein Vater war auch ein Narzisst. Das hat er ja erzählt. Es sind schon krasse Storys auf jeden Fall jetzt. Also krasse Charaktere, die aufeinandertreffen. Und da müssen wir natürlich immer auf der Hut sein, weil wir sind der Captain hier von dem Ganzen. Oder der Chef vom Ganzen. Damit wir niemanden in Gefahr bringen. Also wir haben halt sehr viel Verantwortung. So, hier, wie viele Nasole sind unterwegs? Wir haben zwei Helis, drei Helis sehe ich. Ah, sind wieder ein bisschen näher gekommen, ne? Sind wieder ein bisschen näher gekommen. Das Problem ist, wenn wir zu auffällig agieren, kann es passieren, dass sie uns finden. Genauso auch zwischenmenschliche Beziehungen, ne? Die wir eingehen. Falls wir uns da fehlentscheiden und die uns verraten, sind wir schneller weg, als wir gucken können. So, wir gehen zum Roten Wald. Das ist unsere Hauptquest. Da gehen wir natürlich direkt hin, weil wir wollen Storyline spielen. Wen haben wir denn hier noch? Hafenpriviat. Vom Priviat. Vorratsabwurf im Priviat. Gibt's wieder Essen? Ich glaube, das macht Oliver oder Mikael. Mikael ist aber oft gefailed. Sollen wir ihm die anvertrauen, diese Quest? Ja, komm. Ich habe mal Vertrauen in ihn. Das ist immer ein bisschen kritisch. Kompatschi, was haben wir hier? Kompatschi, Munitionsabwurf. Wir haben eigentlich genug Muni, muss ich sagen. Ich kann eigene Munition herstellen. Das ist eigentlich Quatsch. Ich würde eher auf Essen gehen. Ist immer ganz wichtig, weil wir müssen hier am Essen bleiben, logischerweise für alle. Schicken wir Oliver hin. Dann haben wir Saschko noch. Saschko, also hier sieht man halt immer die Prozente. Die Wahrscheinlichkeit, wie gut dieser Charakter oder die Wahrscheinlichkeit, ob er die Mission schafft oder nicht. Dann geh halt Medikamente besorgen. Saschko, let's go. So, Missionen sind verteilt. Man kann, wie gesagt, pro Tag immer nur eine machen. Das heißt, Mission machen. Olga, she seems to be running the show. Must be tough as nails. And all these Samoshields, they say it takes a village to raise a child, but how many does it take to find a lost love? Das heißt, wir machen eine Quest, kommen wieder, können je nachdem Fähigkeiten skillen, wenn wir was freigeschaltet haben, und gehen schlafen. Das ist immer so der Tagesablauf bei Channel Relight. Und wir machen natürlich die Hauptstory. Tag 13, Roter Wald am Nachmittag. Es sieht halt mega insane aus. Ne? Ich muss das immer so sagen. So, ich habe einen Scanner und einen Strahlen... Ja, wie sagt man? Strahlenpräparats-Scanner. Der zeigt mal an, wie hoch die Strahlung logischerweise ist. Dieses Scannen kann ich nicht immer machen, aber da wird angezeigt! Oh Gott. So, Viecher gibt's halt auch. Okay, es gibt neue Viecher. Never mind. Springer, ja, ich werde gleich auch zum Springer, du. Du kannst fliegen? Was? Fick die Henne. Alter, what? Du Mistvieh. War keine gute Idee.
Alter. Was bist du für ein Vieh? Okay, die sind neu. Springer. Ah, super. Jetzt haben wir diese Schattenwesen. So nennen wir die ja. Das waren alles ehemalige, tatsächlich alles ehemalige Menschen. Okay. Wir wissen ja schon, worauf wir uns einlassen. Heilung haben wir. Essen haben wir auch genug. Also wichtig ist halt immer, dass man genug Muni hat, logischerweise, um was zu heilen. Okay. Geh mal in die Hocke. Da fleucht irgendwas. Ich bin so froh. Das, also wie gesagt, macht es eigentlich nie in anderen Spielen. Das macht man eigentlich nicht. Ne? Also wirklich. Dass man ein Revolver zu Sniper umfunktioniert. Das gehört eigentlich verboten. Macht man nicht. Da macht man nämlich den Charakter der Waffe kaputt. Aber in dem Spiel ist es echt fatal, wenn du es nicht tust. Gerade am Anfang. Ist da irgendwas rumgefleuscht? Plus hier laufen natürlich auch Soldaten rum, je nachdem. Müssen echt auf der Hut sein. Und hier bin ich halt wirklich, manchmal rede ich gar nicht, weil ich so focused bin. Und dann erschrecke ich mich noch mehr. Das soll jetzt keine Aufforderung sein. Okay. Tatsächlich sind die Büsche sehr rough in dem Spiel. Also sie sind sehr cool, weil die haben uns auch schon oft das Leben gerettet. Das ist so die einzige Deckung, die du haben kannst. Funktioniert nicht immer, aber oft. Schön, dass du da sitzt. Ja, Tatjana, du kannst auch noch ein bisschen warten nach 30 Jahren jetzt. Er bildet sich die halt ein. Das ist halt die Frage. Wir haben ja letztens schon philosophiert, ob sie vielleicht, weil die Leute, die unter diesem Experiment standen, haben die Frau im roten Kleid gesehen. Das ist Tatjana. Es ist natürlich die Frage, ob das so gewollt war, dass das passiert. Und sie vielleicht der Kopf von dieser Operation war. Also, dass es gewollt ist, dass sie quasi darin verewigt ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich heute nicht so ganz artikulieren. Das tut mir sehr leid. Ah, da ist wieder so ein Flubber. Ah, Flubberbärt. Warnung ist höher. Okay, ist nix. Ja. Ja. Diesmal nicht, Motherfucker. Ich sagte nein. Alter, Mistvieh. Was richtig scheiße ist, ist dieser Strahlungsschaden. Den muss man halt erst wegmachen, also wegheilen mit einer Salbe und erst dann kannst du dich heilen. Einmal, mal nochmal. Als hätte ich es gerochen, du. Als hätte ich es gerochen. Wein. Beruhigungssalbe. Haben wir noch Medikit? Ja. Let's go. Mach voll. Verfassung und Psyche? Warum geht die denn runter? Dann beruhig dich mal. Alles rein in die Luke. Jawohl. Jetzt ist es wieder gut. Das finde ich übrigens auch nice, dass man die looten kann. Wer ist? Okay, tschüss. Never mind. Oh, die Strahlung. Okay, ich lauf mal. Die Strahlung ist jetzt so hoch, warte. Na komm. Komm her, Schwein. Komm her. Komm zu Mutti. Dann halt nicht. Hm? Gasmaske. Oh shit.
Ich habe immer noch nicht ganz herausgefunden, wie man den Filter austauscht. Vielleicht weiß das jemand von euch. Uiuiui, nicht ins Wasser. Hier rein. I don't know you. What do you want? I'm Igor. Olga sent for me. Olga, some Igor jackass here to see you. You know this guy, or should I shoot him in the throat? It's fine. Open the gate, Marco. Marco, mach das Tor auf. Komm. Schon lustig, dass er Marco heißt. Hey, hey. Heard you're one of the crew running around giving N.A. all the squirts. How many of them have you killed already? Ja, da hast du vollkommen recht. Gib zu, dass du es warst. Man ruft alt voraus, aber ist das gut oder schlecht? Leugne, dass du es magst, sag, dass du nichts weißt. Sag nichts dazu. Never heard of them. Sounds like another urban legend. Urban what now? We're in a goddamn forest, my man. Anyway, I hope someone helps us eventually, and NAR will leave this place for good. Gut. Dann mach mal auf das Tor hier. Oder kann ich einfach durchgehen? Schon geil, ne? Muss ich mal sagen. Schon geil gemacht. Hello. Ich bin da. Moin. Professor Kiminuk, I presume. It's an honor to finally meet you in person. We've got a lot of work to do, you and I. Freut mich. I'm here. What did you want to talk about? A few days ago, someone took our supplies. My husband, Kostia, went after the thieves. Now he's gone too. Oh. In the meantime, some NAR henchmen showed up claiming they have a prisoner they want to trade for something of value. And you think it's your Kostia? Kostia's for sure. The description matches. I'd make the trade in a heartbeat, but as you can see, we don't really have anything to exchange for my husband. Was können wir noch da tun? Kritisch. Sehr kritisch. Ihr wisst, ich helfe gerne, aber das Problem ist, wir bringen uns damit halt auch wieder richtig in die Scheiße rein. Und unser Team auch. Wir werden eh gesucht. Okay, lass mal erstmal ausreden. This place you're running. It's really something. I'd never expect to find. What? Regular folks living in the middle of the zone? You're right. We're anything but regular. We're hunters. We know these woods better than the trees know the rain. Frag noch Olga. What about you? You're too young to... To what? Remember the Chernobyl disaster? You're right. I came with my mom from Minsk after my dad died. I was a teenager then. She was a doctor who wanted to help the radiation victims in the zone. She met Matvey here, and, well, they took a liking to each other. Then NAR arrived and came down on us hard. Fucking fascists. My mom disappeared. That was some years ago now. Sie ist auch verschwunden. Matvey took care of me after that. Taught me everything I know. In Minsk, I was just an emo girl. Here, I'm the goddamn queen of the forest. Kostya came here 2 years ago with Doctors Without Borders. He stayed because of me, but, yeah, the rest is really none of your business. Okay. Also auf jeden Fall auch wieder eine geile Story. Aber was ist denn mit der Mutter passiert? Die ist ja mitgekommen, aber vielleicht lebt die ja noch. Wenn die Ärztin war, vielleicht musste sie auch bei den Experimenten helfen, ne? Das kann natürlich auch sein. Beende das Gespräch. Alright. I can see you're really looking out for your people. I appreciate that. I'll help if I can. Ja. I promise you won't regret it. For our friends, we serve fine vodka. For our enemies, we have shotguns. You want me to keep an eye out for the supplies too, huh? If you don't mind, but my old man comes first, obviously. Sure, sure. I live to serve. Ja, ist schon nice. Wäre natürlich cool, wenn wir noch weitere Verbündete hätten. Na, wir haben ja schon zwei. Wir haben natürlich auch zwei Leute verschont, bei denen wir von den Nahsoldaten. Die natürlich, wo wir noch ein Gut haben, tatsächlich. So, erstmal nachladen. Do I look like the chatty type? Talk to the woman in charge. Hab ich schon. Ist aber unfreundlich, aber. Begrüßt man aber keinen Freund. Okay. Wir müssen für die
Vorräte sammeln. Ciao. War schön. Ne? Der Kaffee hat gefehlt, aber war schön. Spaß. So, gehen wir mal weiter. Auf der Hut sein, warte mal. Wir gehen halt mitten ins Zentrum rein, ne? Ein bisschen fatal. Ja, das meine ich. Der Sack. Ist natürlich hier wieder eine große Strahlung, ne? Warum prallt es denn ab? Verdammte Scheiße. Oh. Fuck. Das war nicht so geplant. Da ist da einer. Frage, kommt er von da oder von da? Komm, du Sack. Hab dich schon gesehen. Komm. Wen ist er? Wo ist er hin? Hä? Ist weggespawnt. Lul. Oh, cool. Chemikali. Er sucht mich noch. Suchen 1:04. Ich sitze mit der Kamera davor, deswegen sage ich das. Ich bin eins mit dem Misch. Der Wilhelm wird mich schützen. Das ist einfach abgeprallt. Das ist so bitter. Scheiße. Ich geh gleich in den Nahkampf, wenn mir das zu blöd wird. Na? Wo bin ich denn? Kuckeliku! Ja. LOL! Bug des Todes! Wenn ich anvisiere, ist der nicht da? LOL! Was ist das denn für ein Bug? Oh, weg mit dir. LOL, das war der Mega-Bug gerade. Habt ihr's? Ich visiere ihn an, er ist einfach nicht mehr da. Da, erstmal alle looten, ist ja ganz wichtig. Also immer wenn dieser Sound ertönt mit, wie das gerade bei ihm war. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses, dann sind alle weg. Also dann gibt es keine Feinde mehr. So, hier haben wir noch ein paar Elektrikteile. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein. Leider, nein, leider gar nicht. Hey, weiter geht's. Oh! Let's hope we don't end up like him. Like who? You know, like our Samosiel friend. That Kostya guy in Kapachi. What a total shit show that was. Manhunt and everything. That's our son Maxim has a big mouth. It's a damn good thing we didn't get caught trading on the side. There's one thing I still don't understand. He said they sent him to hide the supplies in the middle of nowhere.
Why? Who knows? These people are bothered. Bowser! Oh, das war gar nicht gut. Bin schneller als du. Mit die Fresse. Und du triffst! Oh, Fickschnitzel. Action, Leute! Action! Ich hab gesagt, ich bin besser als du. An die Fresse. Oh fuck. Oh, shit. Nein. 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 Scheiße. Nein. Ich dachte, er heilt sich noch. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Your relentless search has finally caught up with you. Who knows what the NAR will do to you now? Fuck. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich dachte, er kann sich im Dings heilen. Ich dachte, er kann sich im Modus heilen. Oh nein, scheiße. Stimmt, ich hab das nicht geskillt. Ich hab ja erst den einen Skill gemacht. Oh. Oh. Kurz vergessen. I'm so sorry. Okay, wir müssen mal kurz. Scheiße. Okay, let's go. Wir müssen gerade nochmal neu starten. Denn ich habe keine Lust, meinen scheiß Revolver zu verlieren. Your relentless search has finally caught up with you. Who knows what the NAR will do to you now? You don't want to find out what they have. Tatjana, ich hab keine Zeit. So, mach inne. Scheiße. Oh, das war so close. Es war so close, Kinners. Bitte mach das nicht nach. Oh, my head. It's killing me. Where the hell am I? I have to find my portal generator. Was? What? Allah, the... Das machen wir mal ganz, ganz schön nicht. Das kannst du mal schön vergessen. Nee. This woman, Olga, she seems to be running the show. Was müssen wir das alles noch? Egal. Ich bin froh, dass es dieses Quicksave gibt, muss ich sagen, weil sonst hätten wir echt die Arschkarte jetzt. Dann hätten wir unseren Revolver nicht und dann hätten wir keine einzige Waffe. Okay, let's go. Aha. Let's do it. Problem ist, die sind zu sechs, ne? Wenn ich richtig gezählt habe eben. Wie kann ich die rausflocken? Eins. Er ist zu dicht aneinander. There's one thing I still don't understand. He said they sent him to hide the supplies in the middle of nowhere. Why? Who knows? These people are bonkers. They've lived out here for years, swallowing radiation for breakfast, lunch and dinner. Must have messed with their brains. Anyway, we're in a good bargaining position, right? There must be more where that came from. Right on. I know a guy we can sell to as well. Or maybe we can even sell it back to those fuckers. Der läuft da. Der steht da. Der läuft immer von rechts in die Mitte. Der von links in die Mitte. Wir müssen kurz die Routen abgehen. Kinas, ey. Ich bin so angespannt. Ah, den hätte ich jetzt killen können. Das Problem ist, er steht halt da. Rein theoretisch müssten wir den in der Mitte zuerst wegmachen.
warten, bis er nach rechts geht und er nach links geht. Gar nicht so einfach. Ich glaube, wir gehen unter den Zug durch, wenn das geht. Oh, ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob der uns hier sieht. Das Problem. Also sonst könnten wir ihn hier ausnocken. Ich speichere mal ganz kurz hier. So. Dann könnten wir ihn hier ausnocken, gehen dann in die Mitte und dann zum Linken. Was meint ihr, Chat? Geht's euch gut? Ich hoffe doch. Sorry, wenn ich so focused bin. Warte kurz. Darf nichts schief gehen. Komm schon. Ich kann ihn nicht lautlos über... Was? Warum? Er gepanzert. My mind's playing tricks on me. Wieso kann ich ihn nicht ausnocken? Fuck. Ganz entspannt, Kinders. Ganz, ganz entspannt. Das heißt Mitte. Mitte zuerst. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Ja, ich war's. Ich habe in deinen Schlüpper geschissen. Der im Spind lag. Sorry. Gab kein Klopapier mehr. Nicht bewegen. Einfach gerade stehen bleiben. Nicht bewegen. Fuck. Wo ist er hin? Lol, hat die Richtung geändert. Lul? Never mind. Scheiß drauf. Wir müssen es probieren. Er hat keine Rüstung an, deswegen kann ich das machen. Problem ist, die zwei kommen sofort zurück. Ja. Das ist das Problem. Fuck! Nein, halt dein Maul! Lauf! Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Lass ihn schießen. Zwei Hits kann er machen. Heilen, heilen, heilen. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Alles gut. Lass ihn kommen. Hab ihn. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. Zwei. Okay, nice. Alter, fuck. Leg dich nicht mit mir an, Kollege. Alter, meine Hände schwitzen. Gott. Crazies. Hab alle. Speichern. Oh mein Gott. Ja. It was intense. Was ist...
Was ist denn hier los? Was ist denn da passiert? Ich habe ihn einbetoniert. Was ist das denn für ein Bug? Ich lieb's komplett. Was ist denn da los? Was ist denn? Also ich meine. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Was ist mit Carsten los? Geil. Gar nicht mehr. Entschuldigung. Oh, ist das schön. Ich liebe so Bugs. Ich lieb's einfach. Wow. Das liebe ich nicht. Beruhigungssalbe. Dankeschön. So, Gasmaske aufziehen. Verwenden. So. Ah, nee, ich will. Der hatte nicht an. Sorry. Let's go. Weiter geht's. Ich speichere nochmal ganz kurz. Boah, Kinders. Wir haben Schwitzen. Holy shit. Okay, weiter geht's. Darth Vader ist in the house. Oh shit. Zurück. Oh Gott. Das war eine Zone, wo wir nicht reinlaufen können. Gehen wir hier durch. Haben wir noch Loot oder sowas? Ah, ein Hinweis. Oh, sehr wichtig. Parcours-Nachricht Nummer 11B, 2001. An General F. Koslow, Leiter der Militäroperationen, betreffend Operation Geisterwelt. Sie erhalten hiermit volle Autorität, Professor Simonov, bei der Eindämmung der Krise zu unterstützen. Das haben wir schon mal gelesen, aber ich lese es nochmal. Nutzen Sie alle nötigen Mittel, einschließlich tödliche Gewalt. Alle militärischen Kapazitäten stehen zu Ihrer Verfügung. Sie können gerne zusätzliche Finanzmittel anfordern, um alle Ausgaben sowie die Kosten möglicher Kollateralschäden abzudecken. Feindliche Elemente müssen um jeden Preis neutralisiert werden. Unsere Hauptanlage muss funktionsfähig bleiben. Immer nur Forschung zu Tschernobylit ist unsere oberste Priorität. Alle weiteren Überlegungen sind zweitrangig. Okay. Wir haben es schon mal gelesen, als wir hier waren. Also die Notizen verschwinden auch nicht. Egal welche Quest ihr macht. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Aber nicht schlimm, wir haben es einfach nochmal gelesen. So, kann ich hier noch ein bisschen lühen? Waren wir ja eben schon, aber... Oh, Essensration. Vielen Dank. Nehmt gerne mit. Wo muss ich denn hin? Muss er wieder rüberkommen? Oh. Irgendwie hier rüberkommen. Frage ist, können wir das überhaupt? Weil. Ah, hier hoch. Warte mal. Hier nicht. Ob du da nicht hochkommst. Ich wollte schon sagen, ja. Kollege Schnellschuh. Hier rein. Bluten, bis die Finger bluten. Ich nicht hier hoch? Oh, ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Shitty McTitty. Aber hier müssen wir hin. Das klingt gar nicht gut. Shit. Oh, Scheiße.
ist dunkel. Ich sehe gar nichts. Darüber? Das zeigt doch hier an. Probier mal hier rüber. Bisschen außen rum wahrscheinlich. Nein! Nicht! Nicht ins Wasser! Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Gottes Willen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sind ganz viele... Oh Gott, nein. Nein, das sind ganz viele Viecher. Ich möchte das nicht. Wird gespeichert. Sehr gut. Frage ist nur... Ich muss hier hin. Scheiße. Ich muss hier hin. Komm aber nicht aufs Dach. Hä? Hier sehen Sie Lostness. Hä? What the fuck? Hier durch? Der Punkt ist doch hier. Jetzt mich doch verarschen. Okay, wenn wir da reingehen, ist man instant tot. Hier vielleicht? Nein! Dein Ernst jetzt? Du schickst uns hier hin und gibst uns nicht die Backup-Story, dass wir scheiß Tool brauchen? Das ist dein fucking Ernst? Wow. So nicht rein. Fuck. Es muss irgendwie so gehen. Come on. Bin ich da hoch? Ah, nein. Scheiße. Es war alles umsonst. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Komm schon. Nicht aufgeben. Und keinen anderen Eingang? Fenster vielleicht? Scheiße, scheiße, scheiße. Alkohol, Revolver-Munition und Pilze. Sehr gut. Oh, ich hab mich gerade voll erschreckt. Ich hab gerade gedacht, da kommt ein Vieh ins Bild gerannt. Gott. Shit. Oh nein. Ja, die Hauptquest können wir nicht machen, weil wir keinen Dietrich haben. Das ist natürlich jetzt bitter. Und dann muss ich doch erst hier hin. Oh Gott. Hello, motherfuckers. Könnt ihr mir weiterhelfen? Noch weiter unten lang vielleicht? Warte mal. Kann ich hier...
Schaffe ich das, da rüber zu springen? Da hinten, oder? Warte mal. Ich will kein Risiko eingehen. Wow. Lass mich darüber. Aua! Nicht schon wieder ein Blitz! Aua! Nicht schon mein Arsch! Alter, das Quitter. Ab ins Haus. Oh Gott. Oh mein. Never mind, es war so richtig, dass wir erstmal zu den anderen Punkten, die man muss. Normalerweise können wir dann mal direkt zu dem einen Punkt und fertig. Jetzt muss man zu den anderen Punkten. Ich hab schon gedacht. Ich hab kurz an mir selbst gezweifelt. Ist hier noch etwas? Nein. Geht's hier runter? Oh shit. Was machen? Kann ich die Maske vielleicht ausziehen? Geht, okay, gut. Wow. Wir sind nicht alleine. Hallo? Ich will die Quest abschließen. Los! Oh. Wait a minute. Kopachi? Kostya? Shit. The guy the NAR was looking for. The guy they killed was... Olga's husband? Scheiße. Fuck. What am I gonna do now? Should I come clean? Oh, ich wusste, es hat irgendwann Auswirkungen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich hab gedacht, das wäre ein Spion. War ihr Ehemann von Olga. Das wussten wir doch nicht am Anfang. Fuck. Okay. Kontenance. Maxim, du dummes Arschloch. Wie oft habe ich gesagt, du sollst mit dem Quartiermeister nicht darüber reden, woher wir unseren Kram beziehen. Wie oft? Dieses hinterlistige Dreckskerl quatscht jeden Morgen mit Kozlov. Er serviert ihn sein Frühstück und zum Dessert so viel heißen Tratsch, wie er verträgt. Das Einzige, was der alte Sack mehr hasst als beschissenen Tiefkühlfisch und Sicherheitsverstöße und Verrat. Und wenn Soldaten mit den Samuslay Rationen gegen Alkohol tauschen, ist das ein Scheißverrat für ihn! Kein Wunder, dass er ausgeflippt ist und den Überfall auf Kompatschi befohlen hat. Wenn Micha uns nicht gewarnt hätte, wären wir dort erwischt worden. Und noch dazu hat irgendjemand in den ganzen Verwirren diesen Dummkopf Kostya 1 übergezogen. Ich weiß immer noch nicht wer, aber das ist egal. Das Wichtigste ist, dass wir wegen dieser Blödheit und einem verdammten großen Klappe unser Handelskontakt verloren haben. Hast du deine Lektion gelernt? Halt die Klappe und rede nie wieder mit anderen über unsere Geschäfte, Vollidiot. Es steht da. Oh, scheiße. Ich glaube, wir haben Probleme. Nun. Das meine ich nämlich, ne? Also, aber gut, er hat sich auch sehr komisch verhalten, muss man dazu sagen. Problem ist, wenn ihr das herausfindet, haben wir noch einen Feind. Nur nicht gerade einer, sondern mehrere. Ich bin ja ein Wahrheitsmensch. Das heißt, für mich ist es besonders schwer gerade. Lauf. Vita. Lauf. Lauf, 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 ah, lauf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn hier rein?
Müsste ja hier vorne irgendwo sein. Hm? Hey, heard you're one of the crew running around giving NA all the squirts. Man ruft halt einfach aus, aber ist das gut oder schlecht, leugnet es. I don't even know. So many you lost. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Genas. Olga, wie sag ich dir das jetzt? Ich hab deinen Mann gekillt. Ich dachte, er ist ein Verräter, you know? I retrieved your supplies. That's fantastic. What about the thieves? Just some NAR bastards trying to earn something on the side. They won't bother you anymore. Good riddance. Nobody will shed a tear for those parasites. You came through, Igor. You're a man of your word. One more thing. Kostya never made it back to the camp. If you happen to run into him, tell him to hurry. We need him. I need him. I have no fucking idea what you think you're gonna accomplish by telling her the truth. But yeah, go for it. I can't fucking wait to hear her reaction. Sag ihr die Wahrheit, lüg sie an. Oh Gott! Nein! Nein, crazy as fuck! Scheiße. Das kann ich. Das muss ich ja eigentlich sagen. Das Problem ist, sie wird uns ja töten. Könnte sein, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Könnte sein. Ich würde sofort sagen, ey, ich war's. Aber. Weiß nicht. Ich bin immer bei der Wahrheit so. Oh, das ist schwierig. Chat, ich brauche eure Hilfe. Oh, shitty, McTitty. Chat, ich brauche euch. Was sollen wir tun? Scheiße. Oh, fuck. Ey, ich bleib mir treu. Come on, ich sag ihr die Wahrheit. Yes, I saw him a while back. I met him in Kopachi and we had an argument. He wouldn't tell me who he was and... Ich hab ihn erschossen. He's dead. I'm so sorry. I didn't want it to go that way. One thing just led to another and... I had to, though. You understand, right? Ich bleib mir treu. I couldn't risk him jeopardizing my efforts to find Tatiana. What did you just say? Ich hab deinen Mann getötet. Olga, please, no shooting in the village. That rule was your own idea. And besides, this isn't how we solve problems. Wrong. This is exactly how I solve this kind of problem. And you, you fucker. This isn't over yet. You got that? So you better watch yourself. I will never forget what you've done. Ja. Oh, es tut mir leid, Olga. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das dein Mann ist. Ich wusste auch nicht, dass... Wuhu! 3 Fähigkeitspunkte. Ich wusste das ja damals nicht. Und er war halt sehr auffällig, dass er ein Spion sein könnte. Aber es war ihr Mann. Das wusste ich nicht. Das meine ich mit Entscheidungen treffen. Er ist hier? Wer ist hier? Boah, wir fühlen uns richtig beschissen. Lass uns bitte raus. Scheiße. Aber ich bleib mir treu. Ich bleib bei der Wahrheit. Ich stehe zu meinen Taten. Das wird uns natürlich einiges kosten und die wird uns verfolgen und die weiß, wo wir sind. Das wird heavy. Tja, das war's dann mit Verbundenheit. Quest haben wir abgeschlossen. Wir gehen nach Hause. Werden die anderen unterrichten.
darüber. Scheiße. Gott. Okay, wir sind erfolgreich. Was man erfolgreich nennen kann. Oliver, erfolgreich? Jawohl, Mikael, sehr gut. Alle, außer Sashko, okay. Okay, aber immerhin hat er 2 mitgebracht. Ist auch eine schwierige Mission. Sehr gut. Essensration kriegt jeder gleich. Let's go. Sind alle wieder gesund. Oh. Das da hinten breitet sich ganz schön aus. Das Chernobylit. Wie viele Helis haben wir hier? Oh, das Gebäude ist jetzt auch auf uns aufmerksam. Scheiße. Ich muss... Hey there, Bossman. Got a minute? Ja, klar. What is it? I need to ask you something, Igor. And you have to be absolutely fucking straight with me. Ja, freilich. Whoa, Mikhail. Should I be scared? No, but I need you to really take me seriously. I sometimes get the feeling was? That you don't. Na, wie kommst du what darauf? What are your plans with NAR and Kozlov? I don't know yet. Why? Because I've got a feeling that you'd be willing to parlay with them. Even come to some kind of agreement. What? And I want to make sure Nein. You understand that I won't fucking allow it. Is that so? What would you have me do, Mikhail? Annihilate the motherfuckers! That's what I'd have you do! Hang Kozlov from the highest branch of the tallest tree in Pripyat! Look, I came here to find Tatiana. That's what matters to me. Right. That's what matters to you. And what about me? There's a lot of anger in you, Mikhail. I get it, but... But what? But your motherfucking pain is better than mine? You pose as a cool and level-headed guy, but sometimes you act like an egocentric prick. What do you want from me, Mikhail? Tatiana is your goal, not mine. I will have my closure, and I'll have my revenge. Uh-oh. You have no problem using me for your mission whenever it suits you. There may come a time when I use you for mine. Please, just try and cool off. Don't do anything rash. No promises, Professor. No fucking promises. Aber Mikhail ist immer sehr aufbrausend, ne? Mikhail ist sehr aufbrausend, er droht mir gerade. Es ist nicht gerade ganz intelligent, was du tust, mein Bruder. Du bist doch bei uns im Team, Alter. Was sind die denn alle so zickig heute? Was ist denn los? Hey, Igor. Can we talk? Ja. Sure. What's up? I've seen some weird shit in my time. But I just can't get used to being inside... How to put it? Inside the space-time tunnel, connecting singularities. You're doing it again. Doing what? Using fancy science jargon that means nothing to me. I'm not a scientist. Sorry, force of habit. The physics of this phenomena is very complex, even for me. Trust me on that. Or maybe you're just keeping things from us. Ridiculous. What? Why would I do that? Because knowledge is power. Or maybe because this thing, this Chernobylite, might open a gate to hell. And you don't want anyone to know. Still ridiculous. Is it? You're like a sorcerer holding a key to the mystery of the world. Who knows? Maybe you'll end up a prophet, the time-traveling mystic of the zone. I believe in science, not magic. To the common man, they might as well be the same thing, my friend. Jetzt geht's mal los hier. Jetzt werden sie alle misstrauisch und alle schlecht gelaunt. Leute, wir sitzen alle im gleichen Boden. Ich will es immer so sagen, ne? Uiuiui, wo ist Sashko? Sashko, wo bist du? Also Mikhail droht uns auf jeden Fall, aber er ist immer so ein bisschen aufbrausender.
Er sagt irgendwie gar nichts. Okay. Sasko ist einfach zufrieden. Der Einzige, der so ein bisschen normal auch ist. How are things, Professor? Ist einfach normal. Ich weiß nicht, ob ich Oliver nicht vorsichtshalber mal die Waffe wegnehmen soll. Ich glaube, das tue ich mal. What's going on, Igor? Eigentlich, Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Eigentlich vertraue ich ihm so, aber jetzt gerade irgendwie nicht mehr so. Deswegen lasse ich ihn mal ohne Waffe. Nachher kriegen wir die Waffe ins Gesicht. So, ich würde sagen, wir beenden den Tag. Und Mikael lassen wir in der Basis. Ja. Warte mal. Boah. Jetzt wird's echt heavy, ne? Jetzt wird's richtig heavy, meine Damen und Herren. Boah, wir haben ihr gesteckt, dass wir den Mann umgebracht haben. Was wir ja nicht wussten, dass es ihr Mann ist. Weil er sich sehr als Spion abgetan hat, der uns verraten will und sich auch so benommen hat. Unser Mikael ist jetzt abtrünnig. Der möchte uns eventuell verraten. Beziehungsweise er sagt ja, vielleicht dreht er den Spieß um. Also er droht uns so ein bisschen. Gut, das ist natürlich auch eine angespannte Situation. Das muss man dazu sagen. Ne? Ah, schwierig. Schwierig, 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 meine Damen und Herren. Ich lasse Mikael zu Hause heute. Igor, hey, got a second? Just talk to my business partner on the radio. What is it? Yeah, he's knee deep in the shit. NAR is after him. Ooh, but that's to be expected if you keep taking from them and giving unto yourself, huh? I see. That kind of business. Let's not get bogged down with the details. Just check if he's okay, would you? He's hiding somewhere near the Pripyat port. Alles klar, machen wir. Mika, jetzt bittest du mich wieder um Gefallen, ne? Mich gerade noch anmachen hier, oder? Ah ja, ich erkenne Muster. Let's go. Wir gehen auf die Mission, wie er gerade gesagt hat. Oliver. Oder Olivier. Geht. Ist wieder Essen besorgen. Oder? Oliver ist eigentlich zu. Kann ich nicht zwei da lassen? Anscheinend nicht. Okay, ich schicke ihn auf keine Mission. Ich schicke Oliver auf keine Mission und Mikael bleibt in der Basis. Mikael claims that everything is just business, but I know you can tell he's holding back the whole truth, can't you? There's a deep darkness within him, caused by loss and grief. Don't let it suck you in. Tatjana, ist doch gut, wenn er die Wahrheit sagt. Besser so als anders. Er macht jetzt mal Pause, damit er mal einen klaren Kopf kriegt, der Gute, und Oliver auch. Und Sasko geht auf Mission. Und ja. Ich weiß es nicht.
Vielleicht beruhigt er sich wieder, deswegen habe ich ihn jetzt mal aus der Mission rausgelassen. Und wir gehen jetzt nach seinen Kumpel gucken. Ich hoffe, das ist keine Falle, ne? Dass er nicht nur sagt so, ja, mein Kumpel braucht Hilfe. Geh mal schauen. Und im Endeffekt ist das geplant, dass er mich irgendwie... Dass er mich dann irgendwie umbringt oder so. Kann sein, ne? Alter Vater. Keine Zeit für sowas. Ich muss weiter. Ab in den Wohnblock. Oh. Da ist er. Don't shoot. Relax. Mikhail sent me. Are you his business associate? His what? Ah, yes. Sure. Sure thing. I've been shot. I need help. Mikhail, I found your friend. NAR did a number on him. It doesn't look good. Fuck! Well, help the man! I need him! He's got connections! Besides, he doesn't deserve to die like that! Like a dog! Ich hab nix. Ich hab nix dabei. Mann! I'll be back as fast as I can. Hang in there. Ich will mir helfen, aber ich hab nix dabei. Kann ich nix herstellen? Gibt's hier kein Feuer? Fuck. Muss doch irgendwo ein Feuer geben. Come on. Komm schon! Ah! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Shit. Das finde ich ein bisschen schade, dass man halt nicht unterwegs so ein Lagerfeuer bauen kann. Und ich habe mich festgebackt. Oder auch nicht. Ist hier kein Feuer irgendwo? Hier vielleicht? Komm schon. Irgendwo. Ich was, so eine Kochstelle oder sowas. Komm schon. Ich muss dem Mann helfen. Weiter. Mist. Mist, 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 Mist. Komm schon. Ich will dem helfen. Komm schon. Ich dachte, ich hätte noch genug dabei.
Komm schnell hoch. Nein! Nein, genau, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich zurück in die Basis gehe. Ich brauche halt wirklich nur kurz ans Feuer und let's go. Medikit, nice. Ich habe Medikit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wo ist er? Komm mal zur Hilfe. Das war jetzt aber echt Glück. Oh mein Gott. Ja, ich habe doch was wie Glück. Juhu. Wo ist er? Oh, ich bin zu weit oben. Ich bin zu weit. Komm dann irgendwann an, wenn ich den Weg finde. Der Arme. Hier. Let me patch you up. Da. Thank you. I don't have anything on me. I had to drop everything when I ran. But I've got some intel you can have. Oh. Dieser Typ kennt sich aus. Vielleicht weiß er etwas. Frag nach der Tatjana. I'm looking for someone. Her name is Tatjana Amelieva. She plays a violin, right? Sibelius. Yes. My God, that's her favorite composer. You know her? I can still hear the music. Beautiful. Inspired. Wieso? Sibelius is not for everyone. Weeks ago, I started having the dreams. Träumen von ihr? Von der Musik? Then I saw her. She didn't say anything, but I understood. She communicated with me through the music. My wife Katja used to play the violin, you see. That was our connection. What did she communicate? I wrote it down someplace. But it's still in my hideout. Probably swarming with NAR goons. Don't go anywhere. I'm going to check your hideout. This is very important to me. You'll be fine. I promise. Versprech nicht, dass du nicht halten kannst, mein Bruder. Alter Vater. Okay, er ist immerhin versorgt jetzt. Also er kann nicht mehr wegsterben. Mann, was ist denn heute los? Von wegen entspannt, hör mal. Wir gehen jetzt in sein Versteck. Um mehr rauszufinden. Diesmal nicht. Ihr könnt es gerne pausieren und lesen. Wie gesagt, es kommt auf YouTube hoch. Ich lese immer sonst alles vor, aber ich möchte gerade unbedingt wissen, was die Sache ist. Entschuldigung. Hat keine Geduld. Ich will da rein, das ist Loot. Komm, Manu. Darf nicht. Darf da nicht rein, Chat. Darf da nicht rein. Was soll das denn? Was ist beklatscht? So, warte mal. Weiter hoch. Natürlich. Alter, diese Springer. Kann ich mehr. Hier irgendwo weitergehen.
Aber wo? Ah, hier, warte, so. Wie komme ich nicht durch? Nee, also hoch lässt er mich nicht. Okay. Wenn nicht, never mind. Haben wir schon? Wieder runter, ne? Kann ich hier noch was machen? Kann ich durchkriechen? Warte mal. Oder ist das draußen? Na, hier runter. Tatsache. Da kann ich hoch. Wow. What the fuck? What the fuck is happening? Komm ich denn da rein? Warte mir, oder was? Scheint so. Ah, doch, hier unten. Hey, das verlorene Krankenhaus. Boah, das hat sich aber breitet sich immer mehr aus hier. Ging es denn hier in den nächsten Korridor? Aufzug wird nicht mehr funktionieren, gehe ich mal von aus. Oh! Nein, der ist uns gefolgt! Er hat unseren anderen Kumpel von am Anfang umgebracht. Oh, scheiße. Oh fuck. Fuck. Kann das sein, dass das Tatjana ist? Oh shit. Alter, wo soll ich denn hin, Alter? Was ist dein scheiß Problem, Junge?
and see what you're made of. This is not going to end well for you. Eine Fresse. Hustensaft. Oh, fuck. Why did you have to come back? Nervst. Jetzt raus, Alter. Komm schon. Fuck. This is not going to end well for you. Ja, ja. Du mich auch. Why did you have to come back? Hi. Alter. Ich komme hier nicht mehr rein. Ich verarschen? This is not going to end well for me. Why did you have to come back? Über Schwip. What the fuck is actually going on? This is not going to end. Ja. Scheiße. Alter Vater.